Hallo Freunde, willkommen bei Fallout 3. Da liegt der Leichnam, den habe ich gerade eben gar nicht entdeckt. In Minefield. Okay. Wir sind hier in Minefield und wurden gerade. Oh Gott! Wurden gerade von einer Mine erwischt und vorher von Arkansas angegriffen, dessen Leichnam tatsächlich hier liegt. Wir haben ihn tatsächlich niederstrecken können. Und ja, in der letzten Folge haben wir so einiges erlebt. Explodierende Autos, plötzliche Raider, die uns von hinten anfallen, Boote, die wir nicht öffnen können und so weiter und so fort. Und wir sind tatsächlich dann auch hier in Minefield gelandet, wo wir eine Landmine für Moira mitnehmen sollen. Beziehungsweise, wo wir uns mal umgucken sollten. Heckenschützengewehr, Schlüssel des Richfield-Tors. Ödland-Siedler-Outfit. Okay, es gibt tatsächlich keinen Hinweis darauf, was der Typ denn hier verloren hatte in der Geisterstadt. Wahrscheinlich hat er sich genauso eingerichtet wie die Raider damals in dem Super-Duper-Mart. Wenn wir jetzt auf die Mine drauf schießen, explodiert die dann. Geil, so kann man sie auch entschärfen, okay. Oder wir nehmen sie einfach mit. Ist auch eine Möglichkeit. So. Nehme ich mit und. Glück gehabt. Nehme ich mit und nehme ich mit. Was mich mal interessieren würde, warum hier überhaupt so viele Minen rumliegen. Leerer Briefkasten öffnen wir nicht. Ich glaube, wir werden so überladen am Ende dieser Folge sein, weil wir einfach so viele. Wir essen gleich noch mal was, um Nudeln zum Beispiel. Um gewichtlos zu werden. Wir werden so überladen einfach mit Minen sein. Hier liegen so viele Minen rum. Und die wäre gleich schon wieder explodiert. Hier ist jetzt hoffentlich keine mehr. Jawohl. Oh, ich höre was. Das ist nichts Gutes. Das klingt so nach Maulwurfskakerlaken. Maulwurfskakerlaken. Ich erfinde hier Gegner, wenn ich nicht konzentriert bin. Polizeiknüppel, was haben wir denn noch so? Der Baseballschläger, der hat sich doch bewährt gegen Maulwurfsratten. Na, kommt noch her. Ach, da bist ja schon die erste. Und wieder sich bewährt. Hier. Die nächste. Auf die Fresse. So. Noch einer. Eine Maulwurfsratte. Maulwurfsratte. Kakerlake. Pip-Boy-Licht an, damit wir möglichst viel sehen. Boah, das Geräusch ist so ekelhaft, einfach nur. Jetzt seid ihr, dass hier mal einer durchräumt. Ah, Vorkriegsbuch nehme ich mit. Warum, erzähle ich euch später. Vielleicht, falls wir diese Quest machen. Nehme ich mit. Sind ja nochmal 10.000. Okay. Was haben wir denn hier alles? Nehme ich Grognack der Barbar, nehme ich auch. Spielzeugauto. Naja, gut, muss jetzt nicht sein. Und Klötzchen. Sag mal, wie viel sind denn hier noch? Hier wurde wohl schon lange nicht mehr geputzt oder was? So, hier, was haben wir denn hier? Ein Ledergürtel. Nee. Einen Safe. Verschlossen leicht. Den nehmen wir natürlich. Ich hoffe, ich bin nicht übersteuert. Es tut mir saumäßig leid, dass ich in den ersten Folgen wahnsinnig übersteuert war, aber ich konnte echt nichts für. Ich habe so aufgenommen wie immer. Ich weiß nicht, woran das lag. Nehme ich, die lassen wir drin. Kronkorken, Vorkriegsgeld. Dankeschön. Hat sich voll gelohnt, dafür eine Haarklammer aufs Spiel zu setzen. Aber gut. Man lernt ja nie aus. Ist das jetzt hier schon alles gewesen? Kann auch nicht sein. Was wollte ich erzählen? Was wollte ich erzählen? Was sollte ich erzählen? Ah! Haben wir doch was übersehen.
Wo war ich? Wo war ich? Ich habe mich jetzt gerade völlig rausgebracht. Das kommt davon, wenn man sich konzentrieren muss und gleichzeitig aber auch noch sinnvoll erzählen. Ja, ich war in den ersten Folgen, war ich total übersteuert. Das tut mir leid, das habe ich leider nicht bemerkt, weil ich nicht. Nee, also ich schaue hier immer links rüber. Vom Zweitbildschirm habe ich tatsächlich mir das Aufnahmeprogramm gelegt und das zeigt mir an, wie laut ich bin. Das habe ich bloß in den ersten paar Folgen nicht gemacht. Und das werde ich jetzt in Zukunft öfter machen, damit ich eben nicht übersteuert bin, weil ich weiß, wie scheiße es sich das anklingt. Wie scheiße es sich anklingt. Boah, Konzentration. Ich meine, es ist noch nicht so spät, aber. Müsst ihr mal ausprobieren. Gleichzeitig reden und sich auch noch konzentrieren. Ich meine, wir sind hier immerhin im Minefield. Man muss hier sich wirklich aufpassen, dass man nicht in irgendeine Mine latscht. Warum sind hier Blutspuren? Und warum liegt hier Stroh rum? Und warum hast du eine Maske auf? Warum hast du eine Maske auf? Das ist ein Raider Psycho Tick Helm. Haarklammer und 10mm Schuss, nehme ich aber. Aha. Ein Hausmodell. Verschlossen sehr schwer. Warum ist eigentlich das Pip-Boy-Licht aus? Habe ich das ausgemacht? Ich weiß es nicht mehr. Die moderne Zuhaltung. Perfekt. Was ist denn das? Hilfe. Grognack der Barbar. Nahkampfwaffen um 1 erhöht. Die moderne Zuhaltung. Dietrich um 1 erhöht. Perfekt. So. So, jetzt möchte ich aber mal das Hausmodell öffnen. Dietrich-Fähigkeit von 100. Ich würde zu gern wissen, was da drin ist. Aber geht irgendwie nicht. Na gut. Auch hier könnt ihr mich erinnern, dass ich da mal dran denke, wieder mal hierher zu kommen. Dass wir vielleicht auch noch das Hausmodell öffnen. Wahrscheinlich ist eh nichts Tolles drin, aber ich will wissen, was drin ist. Vorkriegsbuch und ich vergesse es sofort wieder. Es gibt einfach zu viel in Fallout, was man sich angucken kann. Aha, Erste-Hilfe-Kasten. Den hier zum Beispiel. So, was ist das? Ein Vorkriegsbuch, nehme ich. Kommode. Ungezwungene Vorkriegskleidung. Lauter zerstörte Bücher. Braucht kein Mensch. Vorkriegsbuch. Medics und Medics. Die haben anscheinend eine richtig tolle Party gefeiert. Und Bücher gelesen, Drogen genommen und dann, ihr wisst schon was. Toll. Wirklich klasse. Die haben sie. Aha, ein Safe. Gut gehen lassen. So, ich mache hier gleich mal nochmal einen Schnellspeicherpunkt. Und schau mal, was der Safe zu sagen hat. Nehme ich. Damit können wir unsere 10mm mal ein bisschen reparieren. Das hätten wir auch skillen können. Es gibt zu viel zum Skillen. Egal. Dann haben wir es halt nicht geskillt. Auch recht, hier ist nichts mehr. Hier waren wir auch schon, hier ist nichts. Okay, in den Häusern ist generell sehr wenig drin. Waren wir hier schon? Ich glaube schon, ja. Raus. Okay, wir kommen von da oben. Ich habe gerade, glaube ich, was fliegen gesehen. Weiß aber nicht, was das war. Vielleicht war es auch nur eine Textur. Die mal eben den Abflug gemacht hat. Haha. Auf Minen achten, auf Minen achten. Wir sind schon in mehrere reingestolpert, einfach so. Aha, da ist die nächste. Ah, verdammt! Ich dachte, ich wäre schon nah genug dran. Okay. Hier ist auch die nächste. Dankeschön. Das Problem ist, zum Entschärfen muss man sich tatsächlich in die gefährliche Nähe begeben. Oder tatsächlich noch... Aha. Noch ein Haus, wo wir nicht drin waren. In eine gefährliche Nähe begeben. Hier rauscht irgendwo ein Rad... Jawohl, aus.
in eine gefährliche Nähe begeben, jetzt tue ich den Satz zum dritten Mal anfangen, die tatsächlich auch gefährlich sein kann. Das ist wie beim Bombenentschärfen. Aha, was haben wir hier? Eine 32er Pistole, lass mal liegen. Die braucht kein Mensch, die ist zu schwach. Abgesägte Schrotflinte. Nehme ich. Hier irgendwas? Nö, warum auch? Ach ja. So, was haben wir hier noch? Aha, Pfeile wiegen nix. Außerdem können wir die gut verkaufen. Alt. Beinahe hätte ich es übersehen. Aber nur beinahe. Ich kriege ja so langsam wieder meinen alten Riecher dafür, wo es tatsächlich Sachen gibt und wo nicht. Hier zum Beispiel nicht. Das habe ich extra. Ich habe extra da reingeschaut, um euch zu verwirren. Pugilismus aktuell. Lalalala. Ich glaube, wir haben sogar die Quest schon erfüllt, ne? Mit Moira. Ne, die war doch Daten. Ah ja, einen Moment. Wir haben zwei Heckenschützengewehre. Reparieren. Ist immer noch scheiße, die Waffe, aber gut. Aufgaben, so. Ödland Überlebenshandbuch. Moira eine Landmine bringen, zu Moira zurückkehren. Ja gut, wir haben eh so viele Landminen, da können wir auch eine Moira schenken. So, was haben wir hier? Du bist wohl beim Baden gestorben. Und da lag einer im Bett. Die Kommode ist auch nichts. Sag mal, ihr habt doch hier sicher noch ein Safe. Ich glaube, es ist hier irgendwo noch ein Safe versteckt. Es muss einfach ein Safe hier sein. Geht gar nicht anders. Komm, wo ist der blöde Safe? Ist der vielleicht in einem anderen Zimmer? In dem toten Spiegel zum Beispiel? Nee, da ist keiner. Grüner Teller, grüner Teller, grüner Teller. Super. Wo ist dieser verdammte Safe? Anscheinend nicht existent. Na gut, okay, dann hat es nicht sollen sein. Es ist eh nichts Tolles in diesen Safes drin. Jedenfalls in dieser Stadt. Ich glaube generell, dass in diesen Safes nicht sonderlich Tolles drin ist. Okay, dann war es das ja eigentlich schon fast mit meinen vier. Dann können wir uns ja wieder auf den Rückweg machen. Zeit dafür wird's auch. Aber wir könnten eigentlich schnell reisen. Obwohl, wir könnten eigentlich auch bei dem Boot wieder vorbeischauen. Oder waren wir hier schon drin? Nein! Welch schwerer Fehler. Wir müssen doch... Ach, verdammt, falsche Taste. Das wollte ich eigentlich, damit ihr auch was seht. Seht, nicht sieht. Gario, du musst sprechen lernen. Eine Lackierpistole. Nee, brauchen wir gerade nicht. Die wiegt bloß. Unnötigerweise. Und welches rauschende Radio? Dieses rauschende Radio raubt mir den letzten Nerv. Ach ja. Was haben wir hier? Ein Klo mit nichts drinne. Boah, mich wurmt es, dass ich jetzt dieses blöde Hausmodell nicht öffnen konnte. Raider. Deinen Schuss kannst du mitnehmen. Oh, Ödländer. Einen Pfeil. Noch eine Lunchbox. Ein Spielzeugkasten. Immer nur das gleiche drin. Kommode. Auch nichts Tolles. Halt. Über irgendwas gefallen. Hat sich irgendwie metallisch angehört. Alles diese. Ich bin doch gerade über irgendwas geflogen. Das hat sich eindeutig wie eine Waffe angehört. Vielleicht waren es diese blöden Spielwürfel. Da, nehmt. So. Genug gescherzt. Ich bin echt außer Übung, was das Kommentieren betrifft. Da hat sich ja keiner drüber gelacht. Washingtoner Zeitschrift für innere Medizin.
nehmen. Und hier ein Vorkriegsbuch. Ein Schreibtisch, den man nicht öffnen kann. Und hier hinten, habe ich es auch gesehen, ein Safe. Halt. Diesmal ist aber schwer. Gerade noch geschafft. 10mm Pistole, 10mm Schuss. Kronkorken, Vorkriegsgeld. Perfekt. Nein. Wir könnten einfach mal eine Stunde schlafen. Sind wir wieder voll? Mit Energie. Das war's ja auch schon. Mann, verdammt, ey. Es gibt echt nichts Interessantes in dieser Stadt. So, weiter geht's. Da hat er reingetroffen. Solche Krater hinterlassen. Der hat uns von hier oben hat er voll durchgehauen. Wir wären ja beinahe gestorben. Wie viele Minen haben wir eigentlich mittlerweile eingesammelt? Ich glaube, ein paar hatten wir von Anfang an. Ach, nichts wieder. Nichts können wir reparieren. Splittermine, 24. Davon können wir auf jeden Fall mindestens 18 verkaufen. So viele brauche ich jetzt für meinen Eigenbedarf auch nicht. Ah, ne, okay, da waren wir schon drin. Dann lassen wir doch tatsächlich Minefield mal zurück. Und gehen zurück zu diesem Boot. Ich darf mich jetzt tatsächlich wieder zurücklehnen. Ein bisschen aufsetzen. Man sinkt immer so zusammen in diesem gemütlichen Stuhl, den ich hier habe. Der bietet wirklich viel Komfort. Den kann man sogar einstellen, so ein bisschen. Habt ihr vielleicht auch vorhin gehört, dieses Krachen, während Moira geredet hat, oder wer? Hä, Moment, was war das? Was war das? Da hat sich doch gerade was bewegt. Spinne ich jetzt? Okay. Halt, was ist das? Da schauen wir mal schnell rein. Ein Umspannwerk. Mit nicht mal irgendwas drin. Halt, ich hab's gesehen, Eine Nuka-Cola Quantum. Ein Luftgewehr. Na gut, können wir verkaufen. Und ein bisschen Schuss. Da hat einer die Stellung gehalten. Eigentlich nicht lange. Dass man so alles findet, wenn man mal so quer durch die Lande streift. Wirklich interessant. Na schön. Ja, okay, ich mache jetzt mal eine Überlängenfolge. Schneide ich halt ein bisschen länger, ist ja mir auch wurscht. Halt, was ist das hier? Eine Brücke, die wohin führt? Ist jetzt vielleicht die falsche Waffe? Nein? Ja, das ist vielleicht die richtige. Agathas Haus. Das ist ja interessant. Agathas Haus. Oh, je. Besucher hatte ich nicht erwartet. Okay. Hallo, Agatha. Ach, du meine Güte. Ihre Reisen scheinen Ihnen viel abverlangt zu haben. Ach, nun schauen Sie sich meine fürchterlichen Manieren an. Ich bin Agatha. Es freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Und? Was bringt Sie an einen so fernen Ort? Okay, es ist nicht Agatha, es ist Agatha. Tut mir leid. Komisch, ich wollte ich auch gerade fragen. Ich stelle Nachforschungen an. Ich kümmere mich immer selbst um meine Angelegenheiten. Das sollten Sie auch tun. Komisch, genau das Gleiche wollte ich Sie auch fragen. Ach, machen Sie sich wegen mir keine Sorgen. Mir geht es gut hier draußen. Mein Mann, Gott hab ihn selig, sorgte dafür, dass unser Haus vor der Natur und den Bewohnern des Ödlands gut geschützt war. Oh, Ihr Mann ist tot, das tut mir aber leid. Sie bekommen also nicht so oft Besuch? Oh, heul, ständig sterben Menschen. Ihr Mann ist tot, das tut mir leid. Danke für die Anteilnahme. Ja, er ist gestorben. Nachdem er unser Heim gebaut hatte, verbrachten wir noch viele glückliche Jahre zusammen.
Wir beschlossen, den Kontakt zur Außenwelt abzubrechen und uns nur noch gegenseitig Trost und Gesellschaft zu leisten. Sie haben doch sicher nicht alle Kontakte abgebrochen, oder? Eine zerbrechliche alte Dame wie Sie sollte allein hier draußen vorsichtig sein. Eine alleinstehende alte Frau, was? Haben Sie irgendwas Wertvolles? Kommen wir zur Sache. Brauchen Sie irgendwas? Sie haben doch sicher nicht alle Kontakte abgebrochen, oder? Ach du liebe Güte, nein. Hier kommt einmal wöchentlich eine Versorgungskarawane vorbei. Ich handle mit Ihnen um Waren, die ich gerade brauche, und stocke meine Vorräte so weit auf, dass sie eine Woche reichen. Was können Sie schon zum Tausch anbieten? Außer einem Dach über dem Kopf biete ich Unterhaltung an. Ich spiele Lieder auf meiner selbstgebauten Violine und verdiene mir so mein Brot. Manchmal spiele ich auch über das alte Radio meines Mannes. Die Leute der Karawane sagen, es stärkt in einsamen Nächten im Ödland ihre Moral. Intelligenz. Schätze, eine selbstgebaute Violine lässt sich nie so richtig stimmen. Das Radio Ihres Mannes kann über das gesamte Ödland der Hauptstadt übertragen. Sie haben Sie haben selbst eine Violine gebaut. Boah, ist das hier warm drin. Ist das bei euch auch aktuell so warm? Sorry für den krassen Themenwechsel. Ich gehe mal auf Intelligenz. Da haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, genau das ist mein Problem. Sie spielt nicht alle Noten korrekt und ich muss ständig daran herumbasteln. Kann ich irgendwie helfen? Jetzt, wo Sie fragen, Sie könnten da tatsächlich etwas für mich tun. Meine Geschäfte hängen von meiner Violine ab. Ohne sie kann ich nicht spielen, keine Musik machen. Wenn Sie mir eine bessere Violine bringen könnten, würde ich mich viel sicherer fühlen. Eine Violine? Glaube kaum, dass sie den Krieg überstanden hat. Ich bin interessiert, aber was bekomme ich dafür als Gegenleistung? Ich besorge Ihnen einen verdammten Mondstein, wenn Sie gut genug zahlen. Eine Violine? Glaube kaum, dass sie den Krieg überstanden hat. Ja, sehr traurig, nicht wahr? Traurig, wenn man bedenkt, dass kein Musikinstrument jemals mehr der alten Bauweise entspringen wird. Naja, zum Glück weiß ich vielleicht, wo die letzte echte Violine der Welt zu finden ist. Wenn Sie mir Ihr Wort geben, dass Sie sie für mich suchen werden, erzähle ich Ihnen mehr. Sprache 29%. Ich möchte Ihnen helfen, aber eine Suche dieser Art ist ein großer Aufwand. Sprache 20%. Reden ist einfach, Oma, den Kram zu besorgen, aber nicht. Gut, Sie haben mein Wort. Ich werde mein Bestes geben, die Violine aufzutreiben. Wir haben diesmal zwei Sprachoptionen, weswegen werde ich erstmal die mit der höheren Wahrscheinlichkeit nehmen. Vielleicht kriegen wir ja mal wieder einen Spracherfolg. Wo nichts ist, ist auch schade. Nichts zu holen. Ich würde Ihnen gern helfen, aber zuerst müssen wir den Deal aushandeln. Okay, also. Ja. Okay, ich werde mein Bestes geben. Ach, schade, ich kann gar nicht beide Sprachoptionen nutzen. Gut, dann haben Sie mein Wort. Ich werde mein Bestes geben, um die Violine aufzutreiben. Ach, ich war schon seit Jahren nicht mehr so glücklich. Ich habe noch ein paar Informationen, die Ihnen vielleicht helfen. Zumindest weiß ich, wo Sie mit Ihrer Suche beginnen können. Es begann alles mit meiner Urgroßmutter, damals im Jahre 2077. Das war, bevor die Bomben fielen. Haben Sie Unterlagen von damals, 2077? Das ist so lange her, das überwiegt meine Vorstellungskraft. Und hier sieht man mal wieder, dass es das Spiel selber spielt wahnsinnig lang in der Zukunft. Also man kann tatsächlich so rechnen, dass wir tatsächlich 200 Jahre nach diesem Krieg zwischen den beiden Nationen spielen. Welche Nationen kommt später noch raus? So viel spoilere ich jetzt mal nicht. Und man merkt so, okay, die Timeline, also der Zeitstrahl ist ein bisschen geändert. Also 2077 scheint bei uns so ein bisschen auf der Höhe der 20er Jahre zu sein, aber was die Technik, also vor allem die Computertechnik betrifft, auch auf der Höhe der vielleicht 60er Jahre. Würde ich jetzt mal vielleicht schätzen. Obwohl. Nee, man kann eigentlich keine Einschätzung treffen, was die PCs betrifft. 2077, das ist so lange her, das übersteigt meine Vorstellungskraft. Es ist wirklich lange her. Dieses kostbare Instrument hat schon so einiges mitgemacht.
Auf jeden Fall war Hilda eine ganz besondere Frau. Sie hatte eine klassische Ausbildung und war eine außergewöhnlich begabte Violinistin. Ihr ganzer Stolz war ihre Stradivari. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Instrument unglaublich schön gewesen sein muss. Als der Krieg ausbrach, hat Vault-Tec sie in die Vault 92 eingeladen. Sie behaupteten, die Vault wäre der Erhaltung von Musiktalenten gewidmet. Diese Violine, die sie hatte, war die wertvoll? Wir stellen uns mal auf dumm, weil ich denke, in 200 Jahren, beziehungsweise in 200, wir haben jetzt 2015, egal, ich will jetzt nicht rechnen, also sicher in 300 Jahren wird man sicher von einer Stradivari sicher nichts mehr wissen, wenn es tatsächlich zu so einem Atomkrieg kommt. Sie ist unersetzlich. Die Stradivari-Violinen sind so einzigartig wie ein Gemälde oder eine Skulptur. Jede ein Kunstwerk für sich. Ich glaube, die Gelegenheit, dieses feine Instrument zusammen mit ihren versierten Musikerkollegen zu spielen, bedeutete Hilda sehr viel. Dann fielen die Bomben. Die Vault wurde versiegelt und meine Familie hat nie wieder von ihr gehört. Wie können Sie nach 200 Jahren noch sicher sein, dass die Violine noch da ist, ganz ist? Ich soll meinen Arsch für eine Violine riskieren, die wohl schon verrottet ist? Wir nehmen mal die obere. Sie bewahrte sie in einem speziellen Druckkoffer auf, in dem die perfekte Temperatur und Luftfeuchtigkeit für das Instrument eingestellt waren. Wenn der Koffer noch intakt ist, sollte es die Stradivari auch sein. Hildas Stradivari-Violine wurde Sual Stradivarius genannt. Alle Stradivaris hatten Namen und ich will die Sual. Ich glaube, dir wäre jede recht, wenn du sie kriegen würdest. Irgendeine Ahnung, wo Vault 92 liegen könnte? Das ist der Haken. Ich weiß nicht, wo sie ist. Für den Anfang wäre ein guter Ort der Vault-Tec-Hauptsitz in den Ruinen von DC. Viel Glück! Kartenmarkierung, okay. Agathas Lied. Wissen Sie irgendwas über Vault 92? Tut mir leid. Ich weiß leider nur, dass Vault-Tec diese Vault als geschützte Umgebung für die weltbesten Musiktalente vorgesehen hatte. Als die Bomben fielen, wurde die Vault versiegelt. Weiter ist nichts bekannt. Falls Sie sie finden, können Sie ja vielleicht anhand dortiger Aufzeichnungen enthüllen, was sich zugetragen hat. Können Sie mir etwas über den Hauptsitz von Vault-Tec erzählen? Soweit ich gehört habe, soll das Hauptquartier in den Ruinen von DC liegen. Das habe ich von einer der Versorgungskarawanen erfahren. Sie erzählten mir, dass die Vault über extrem hohe Sicherheitsvorkehrungen verfügt und sich drinnen ein sogenannter Zentralrechner befindet. Ich kann mir vorstellen, dass es da ziemlich gefährlich ist. Wenn ich Sie wäre, würde ich vorsichtig sein. Ist ja schön, wenn du mir das erzählst, jetzt, nachdem ich den Auftrag angenommen habe und nicht, als ich den Auftrag gerade beim Annehmen war. Schön, dass du es mir erst danach erzählst. Okay, ich muss jetzt los. Passen Sie da draußen auf sich auf. Ja, werde ich. Was ist das hier? Das ist nicht umsonst abgesperrt. Ich bin ja schon weg. Okay, wo sind wir jetzt hier im Ödland? Ich glaube, wir haben den falschen Weg genommen. Einfield? Nee, wir sind total auf dem richtigen Weg. Weil ich hatte eigentlich Agathas Haus in einer anderen Richtung in Erinnerung. Na schön. Dann genießen wir am besten nochmal den Blick. Der ist auch schön in der Dämmerung. Das ist wirklich klasse. Huch. Alter, ist das schön. Und hier da mit den Vögeln. Richtig klasse. Richtig klasse. Okay, wir genießen nochmal den Blick. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns tatsächlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.